Ja, hallo, mein Name ist Christian Schimmeier. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Und dies ist mein Videoblog rund um Themen Dating, Beziehung und Liebe. Aktuell im schönen Murnau, das erste Video aus Murnau. Hinter mir seht ihr meine leere Wohnung voller IKEA-Kartons. Ja, gut, ganz so leer ist sie jetzt inzwischen nicht mehr, aber es halt noch richtig. Ne? Genau, ich dachte mal, schönes Thema für das erste Video wäre das Thema, was ist eigentlich so Selbstbewusstsein, Selbstwert in Beziehung, in Beziehungen. Und ich wollte mich auch einfach nochmal bedanken. Ich bekomme jetzt immer mehr Kommentare auch für meine YouTube-Videos und ist auch so zu 98% total konstruktiv, schön, unterstützen. Vielen Dank dafür, macht das weiter. Und, aber ich dachte mir, ich nutze das Video auch nochmal zu sagen, für die paar Prozent, die sich mit meinem Kanal anderweitig auseinandersetzen, weil jetzt rein prozentual ist es immer das gleiche Prozentsatz, aber weil ich jetzt so viel Feedback kriege, sag mal wieder irgendwas dabei, warum hast du auf den Kommentar nicht geantwortet, warum machst du nicht dieses Thema, warum kaust du Kaugummi, was weiß ich, warum siehst du das so, warum machst du das nicht anders, wieso, sehr viel in dieser Richtung. Ich würde einfach nochmal sagen, ich bin nicht offizieller Sprecher des Gesundheitsministeriums hier. Ne? Das ist auch so ein bisschen mein Privatvergnügen hier, der Kanal. Und ich sehe das so ein bisschen als mein Wohnzimmer an. Das ist ein bisschen anders in meinem Liebeship-Kurs im Forum. Da bezahlen die Leute. Ja, klar, da kann man natürlich auch erwarten, also die Dienstleistungen, die es da gibt, ja, dass man die auch entsprechend nutzen kann. Aber hier ist, ja, kommt gerne in mein YouTube-Wohnzimmer, aber das ist dann auch so, wie es ist. Und ich werde es auch nie verstehen, warum Leute, die sich, also ich weiß noch, mein YouTube-Coach damals, der erste in den USA, den ich hatte, der hat immer geflucht in seinen Videos. Und das hat auch immer Leute gegeben, die konnten es einfach nicht ab. Ne? Ist ja auch total okay. Ne? Hallo, ey, es gibt 5 Millionen YouTube-Kanäle, ne? Guckt doch. Ich verstehe das immer gar nicht, weil wenn ich einen YouTube-Kanal mich irgendwas stört, dann gucke ich halt einen anderen. Ne? Fertig. Also das wollte ich einfach nochmal sagen, dass ich nicht jedem hier gerecht werden kann, der meine Videos guckt, aber das geht ja auch nirgendwo im Leben. Ja, in diesem Sinne, Selbstwert ist ja sicherlich für uns alle, die uns hier mit diesen Themen beschäftigen, ein Thema mit Selbstbewusstsein, Selbstwert. Man wird das nicht, ne? In der Kindheit angelegt oder ererbtes Trauma schon. Und Selbstbewusstsein bei anderen Menschen ist ja auch irgendwas, was wir irgendwo in der Regel attraktiv finden. Ne? Das ist ja auch, wenn man Narzissten so mag, weil die erstmal so, oder sind sie, die kommen ja auch so mega selbstbewusst rüber, das ist attraktiv. Das Problem ist halt nur, dass es so ein hohles Selbstbewusstsein ist und ja, dass die Empathie halt fehlt und ja, einfach, dass keine Basis hat eigentlich, ne? Dass es ein aufgesetztes Selbstbewusstsein ist. Aber paradoxerweise, wenn man überlegt, was ist Selbstbewusstsein, das ist, dass man eine Sache tut, ohne darüber nachzudenken, ob man sie gut genug tut. Ne? Also wenn ich selbstbewusst Volleyball spiele, dann denke ich nicht drüber nach, bin ich jetzt ein guter Volleyballer, sondern ich spiele einfach und bin in meinem Flow und genau, es ist dann halt so. Und ja, Selbstbewusstsein in Kontakt, in Beziehungen heißt tatsächlich auch, dass ich nicht mehr darüber nachdenke, wie ich wirke. Ne? Also ob ich jetzt anderen gefalle mit dem, wie ich bin. Ich bin einfach, versuche einfach 100% ich selber zu sein. Und paradoxerweise gefällt man dann auch erstmal eine Menge Leute nicht. Ne? Also auf den ersten Blick. Und dann aber noch paradoxerweise mögen einen andere wieder dafür. Aber es ist eigentlich genau das, dass man eben nicht mehr, also man ist auch nicht, das ist auch was viele, glaube ich, falsch verstehen. Also Selbstbewusstsein ist nicht, ich tue jetzt cool oder ich gucke jetzt an, selbstbewusster Mensch, der macht immer dies und jenes und der macht dies und das und der benimmt sich auf dem Date so und so. Das ist es eben nicht. Also auch die Ausstrahlung, die das hat, ist eben zumindest auf den zweiten Blick nicht die von Selbstbewusstsein, sondern immer noch, dass jemand versucht zu gefallen und das ist eben nicht
selbstbewusster. Ne? Das heißt natürlich auch nicht auf der anderen Seite, dass ich auf die Straße gehe und irgendjemand anpöbel. Das ist wieder so psychopathisch oder keine Ahnung, das ist wieder das andere Extrem. Ne? Ich sag mal, ohne Empathie und Mitgefühl für andere ist es auch nichts. Ne? Aber es ist eben das, dass ich selber bin und auch damit okay bin, ja, dass anderen das nicht gefällt oder dass sie mich dann nicht daten wollen oder dass sie dann sauer sind auf mich oder dass ist auch, ich glaube, je selbstbewusster du wirst, umso mehr wirst du merken, dass anderen das auf den Nerv geht auch, ne, dass du ein Ding machst, vor allem, wenn du das vorher nicht gemacht hast, die werden sagen, hey, scheiße, was hast du da gemacht oder das hat mal funktioniert oder das hat mal Babysitter gemacht oder das hat immer meine Wohnung sauber gemacht oder das hat mal dies gemacht oder das hat mal das gemacht und jetzt machst du es nicht mehr, ey, was ist los, ne? Also das wird erstmal anderen nicht gefallen oder weiß ich nicht, auch dass du auf einem Date auch zum Beispiel ja einfach bestimmte Spielchen nicht mehr mitspielst, dass du einfach so bist, wie du bist, dass du sagst, was du magst und dass du sagst, was du nicht magst und es ist wie die andere Person auch reagiert, ist dir in dem Moment, ja, ist vielleicht 100% egal, aber es ist okay, du akzeptierst es, dass Menschen Ja und Nein zu dir sagen. Und das wirklich Verrückte ist, dass ja, wenn du das tust, klar, also man stößt vielen Menschen durch den Kopf, aber die richtigen eben nicht. Die richtigen Menschen, die eben nicht ja, selber total unsicher sind oder selber sich großspurig benehmen müssen, von sich gar nicht so fühlen, denen wird es gefallen. Ne? Oder auf jeden Fall den Menschen, denen gerade so wie du gerade bist, denen das gefällt, die würden das geil finden, ne? Und die werden es auch diesen Vibe spüren, dass du bist und das finden die gut. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es nicht das Ziel ist, so cool zu sein, cool zu tun oder weiß ich nicht, oder ach, jetzt rufe ich jemanden eine Woche nicht an, ne, aber nochmal sehen, was da passiert, oder keine Ahnung, ich haue meine coolen Sprüche raus oder was auch immer, weil der Vibe, der rüberkommt, ist immer noch einer von nicht selbstbewusst, weil du machst ja nicht, was du in dem Moment wirklich fühlst, was du gerne machen möchtest. Wie immer ein großes Ziel, was man sicherlich nie 100 oder schwierig ist, 100% zu erreichen, aber so ähnlich wie mit Selbstliebe. Also wenn man das 70% erreicht, ist man schon ganz oben dabei. Das sind alles diese Sachen, die man kann auch Selbstliebe ist nicht absolut. Ne? Also man braucht immer ein bisschen Bestätigung von anderen und so ist das mit Selbstbewusstsein auch. Natürlich macht man manchmal Sachen, die ja, bei denen man vielleicht gut dasteht oder ja, oder vielleicht doch dann irgendeinen Hintergedanken haben, okay, ich würde gerne das und das erreichen. Aber wie gesagt, wenn du die Prozentzahl hochsetzt von einfach du sein, ist es vielleicht fein. Aber wenn du es wieder machst, um irgendwas zu erreichen, bist du natürlich irgendwo wieder raus aus dem Game. Gut, genau, gibt ja noch Kurse bald, ne? Bei mir in Mono am Staffelsee und in Hamburg im Juli, glaube ich. Denkt an das Bootcamp und es gibt ja die neue Energiebooster Trans. Ist echt mega angekommen, hätte ich es gar nicht gedacht. Schaut es euch mal an. Das ist wirklich eine Sache, wenn wir, also das ist wirklich so ein Ding, wenn man das hört, dass man echt, es hebt einen, also vielleicht nicht monatelang, aber es hebt einen echt momentweise aus so einer miesen Stimmung raus und allein dafür ist es schon echt super. Und das sind echt, echt geile Power-Affirmationen drin. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.